Ich bin Tasche von Happy Looking und habe heute euch eine Big Band Combo, die im Körper gespielt wird sowie außerhalb vom Körper. Zuerst einmal sollte man ein paar Basic Tricks beherrschen, um das Ganze flüssig zu gestalten und den einen Trick am anderen anzureihen. Und die stelle ich euch jetzt vor. Vorher möchte ich noch dazu sagen, es empfiehlt sich, einen kleinen Reifen zu nehmen, weil er einfach wendiger ist. Es geht aber auch mit einem größeren Reifen. Und wie immer, Training macht den Meister. Die Voraussetzungen für die Combo sind Spielen am Bauch, der Chicken Grip, um aus dem Hut rauszukommen, sowie diese Drehung, wo man den Körper mitführt, der alte Pass, und kommt den Rohrpass an. Das ist schon ein bisschen was für Fortgeschrittene und ich nehme die Sachen jetzt mal auseinander. Und zwar spielen wir den Hub am Bauch. Ich drehe links rum, mache daher mit meinem linken Arm den Chicken Grip. Das heißt, ich greife von unten drunter, passe den Hub hier außen. Seid ihr in dieser Position. Von dieser Position habt ihr die Möglichkeit, den Reifen nach vorne zu drücken, in diese Position. Und wenn ihr dann den Körper mit nach links dreht, und zwar so, den Körper mitnimmt, Kopf mitnimmt, landet ihr hier und könnt mit der anderen Hand, mit der rechten, entgegennehmen, eine Drehung machen und dann also Kopf. Nochmal von vorne. Am Bauch spielen, Chicken Grip, nach vorne, drehen, übergeben, die Hand also drauf. Machen wir einmal flüssig und dann machen wir den zweiten. Das müsst ihr nicht machen, ihr könnt halt einfach nur einen Trick setzen, der euch gut gefällt. Beine auseinander. So. Hier haben wir den Eisepop gemacht. Wenn ihr zurückkommt, macht ihr den Eisepop jedoch ohne Kopf. Das heißt, ihr streckt den Arm hier nach hinten aus und im letzten Augenblick, wo der Reifen eigentlich hier rüberrollen würde, lässt ihr los. In dem Moment dreht ihr den Rücken zum Reifen und könnt mit der linken Hand den Reifen hinten fassen. Macht einmal vor. Das ist die Eisepop. Geht vor und zurück. Und somit schubst man ihn nur noch aus und fängt ihn auf dem anderen Arm oder auch nicht. Eisepop. Und dann habt ihr ihn hier, den ihr von hinten gefangen habt. Ich drehe mich einmal, um das hinten zu zeigen. Das Eisenfach wieder machen. Zack, loslassen mit dem anderen Arm und seid ihr hier. Wenn ihr den Arm von hier oben, den linken Arm, jetzt hier runterführt, von eurem Arm vorbei, dann seid ihr so ein bisschen Achsel gedreht. Könnt ihr den Reifen hier schnappen und vertikale Shoulder-Hook hingehen. Das nur zum Verständnis. Und jetzt machen wir es nochmal. Immer und immer und immer wieder. Zack. Und dann Shoulder-Hook in Break. Ich hoffe, das war verständlich. Ich mache es aber noch einmal. Und im allerletzten Schritt zeige ich noch, wie man von den Shoulder Hooping Breaks in die Barrel Roll mit einer Hand reinkommt. Die Barrel Roll mit einer Hand macht man, indem man die Hand hier unten ansetzt. So, von innen. Und den Körper dann mitdreht.
achtet darauf, dass ihr immer Kontakt zum Reifen habt. Am optimalsten ist es, wenn der Reifen immer so auf Hüftknochen Kontakt hat. Ich halte es mal so, dass man es sieht. So, der Reifen berührt immer meine Hüftknochen hinten am Rücken entlang nach hier vorne. Wenn man das mit einer Hand macht, sieht das so aus. Das ist sozusagen der letzte Trick, der am Ende dieser Kombo ist. Sozusagen aus dem Break heraus, an der Schulter, von hier, an der Brust, da macht diese Break, könnt ihr sozusagen zufassen, hier an der Seite, von außen, wenn ihr euch mitdreht, nach unten, und nach oben, kommt ihr mit der Roll. Alles ein bisschen tricky, es empfiehlt sich wirklich Part für Part, das langsam durchzugehen, zu schöner Musik, die euch gefällt, und dann das Stück für Stück durchzuboxen durch die einzelnen Tricks. Und irgendwann wird es flüssig und dann könnt ihr halt dazu addieren eure körperlichen Bewegungen, die euch gefallen, die Arme auszustrecken, irgendwelche Schritte einzuarbeiten, die Drehung, mit denen ihr es gewohnt seid zu arbeiten. Und dann wird das Ganze irgendwann sehr, sehr schön aussehen. Und ein letztes Mal. Kann man auch noch in die ganz normale Altgleiche mit einer Hand reingehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und nun viel Spaß damit. Und vergesst nicht, am 5. Oktober dieses Jahr 2013 der World Peace Day. Ich empfehle euch, auf die Straße zu gehen, Freunde einzupacken und Spaß zu haben und zu hupen für den guten Zweck. Okay, dann sage ich schon mal Tschüss und bis bald.